Guten Tag, Herr Meier. Ich bin die Marlene, Ihre Physiotherapeutin. Kommen Sie doch herein. Bevor wir starten, würde ich Ihnen gerne einige Fragen stellen, damit ich weiß, warum Sie herkommen und damit wir ein gemeinsames Ziel festlegen können. Sehr gerne. Das Problem von Diabetes mellitus Typ 2 sind der Blutzuckerspiegel und die Insulinresistenz. Bewegung hat direkte Auswirkungen auf beides. Regelmäßiger Ausdauersport senkt den Blutzuckerspiegel langfristig. Dadurch kann die exogene Zufuhr von Insulin gesenkt werden. Außerdem kommt es zur Steigerung von Insulinrezeptoren in der Muskulatur, womit die Insulinsensibilität gesteigert wird und die Insulinresistenz gesenkt wird. Die Muskulatur lernt zusätzlich auch, Glucose effektiver zu verwerten. Und wie lange muss ich all das machen, damit es besser wird? Bewegung hilft sehr rasch. Bei Patienten und Patientinnen in prädiabetischer Phase kann Bewegung sogar diabetesverhindernd wirken. Wenn Sie als Diabetiker den Ausdauersport wieder einstellen, nimmt die Sensibilität jedoch auch schnell wieder ab. Welche Spätfolgen sind das und wie kann Ausdauersport das Risiko senken? Vor allem das Risiko für Spätfolgen wie Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt, Schlaganfall sowie PAVK können gesenkt werden. Durch Ausdauersport kommt es zur Verbesserung der Lungenfunktion, die Herzfrequenz und der Blutdruck sinken. Die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems steigt, der O2-Verbrauch des Herzmuskels sinkt und die arterielle und venöse Durchblutung wird verbessert und so wird das Risiko gesenkt. Hallo, Herr Meier. Mein Name ist Julia und ich bin heute Ihre Diätologin. Kommen Sie doch herein in mein Beratungszimmer. Herr Meier, Sie sind heute bei mir, weil bei Ihnen Diabetes mellitus festgestellt wurde. Das bedeutet, dass Sie einen zu hohen Blutzuckerspiegel haben. Sie werden sich vermutlich denken, wie ausgerechnet Ernährung die Erkrankung verbessern kann. Durch bewusste Ernährung sollen sich nämlich sowohl Ihr Blutzucker als auch die Blutzuckerkontrolle verbessern.
Langfristig wollen wir dadurch das Risiko für Komplikationen bzw. Folgeerkrankungen reduzieren. Wichtig ist für Sie, dass die Ernährungsempfehlungen für Menschen mit Diabetes prinzipiell die gleichen sind wie auch für Gesunde. Zusätzlich werden diese Empfehlungen der österreichischen Ernährungspyramide an die Bedürfnisse von Diabetikerinnen und Diabetikern angepasst. Es gibt keine strikten Vorgaben oder Verbote, was Sie essen sollen. Vielmehr orientieren wir uns an Ihren Ernährungsgewohnheiten und Vorlieben und wählen dann jene Empfehlungen aus, die für Sie umsetzbar sind. Wie klingt das für Sie? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte mit einem Verbot nach dem anderen gerechnet. Nun bin ich gespannt, wie Ihre Tipps für mich aussehen werden. Beginnen möchte ich mit Ihrem Körpergewicht. Sie sind schwerer, als Sie es für Ihre Größe sein sollten. Deshalb sind eine Reduktion Ihres Körpergewichtes durch geringere Energiezufuhr mit der Nahrung und erhöhten Energieverbrauch über Bewegung erstrebenswert für eine bessere Diabeteseinstellung. Ja, das stimmt. Ich habe in letzter Zeit zugenommen. Ich werde zukünftig bewusster darauf achten, was ich esse, mich mehr bewegen und mein Gewicht regelmäßig kontrollieren. Ganz richtig, Herr Meier. Das wäre ideal. Nun habe ich eine schwierige Frage an Sie. Was denken Sie, ist das Wichtigste für den Menschen, damit er überleben kann? Das ist leicht zu beantworten. Natürlich Wasser. Bravo! Ihre Antwort ist ganz richtig. Ihr Körper braucht ausreichend Flüssigkeit. In Zahlen gesprochen sollten Sie täglich mindestens 1,5 Liter Wasser, alkoholfreie und energiearme Getränke zuführen. Ich lese hier im Befund Ihrer Physiotherapeutin, dass Sie ab und zu im Garten arbeiten. Wie nützen Sie denn Ihr grünes Reich? Meine Familie genießt, wenn immer möglich, Salat, Gurken, Äpfel und so weiter aus dem eigenen Garten. Das sollten Sie unbedingt beibehalten. Essen Sie täglich 3 Portionen Gemüse sowie maximal 2 Portionen Obst. Besonders günstig wäre es für Sie als Diabetiker, auch mindestens 4-mal pro Woche Hülsenfrüchte zu essen. Außerdem empfiehlt es sich, täglich 4 Portionen Getreide, Brot, Nudeln, Reis oder Kartoffeln zu verzehren und dabei die Vollkornvariante bevorzugen. Das mit den Lebensmitteln habe ich verstanden. Was ist eigentlich mit diesen Ballaststoffen? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass sie vor allem für Diabetikerinnen und Diabetiker wichtig sind. Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Ein hoher Ballaststoffanteil in der Nahrung führt zu einem verminderten Blutzuckeranstieg, weil die Nährstoffe in Ihrem Körper langsamer aufgespalten und aufgenommen werden. Genau aus diesem Grund sollten Vollkorngetreideprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse und Obst Bestandteil der Kost sein. Aha, so ist es also. Ich hätte da noch eine Frage. Auf wie viele Mahlzeiten sollte ich diese Lebensmittel aufteilen, von denen Sie gerade gesprochen haben? Verteilen Sie die kohlenhydratreichen Lebensmittel auf 3 bis 4 Mahlzeiten über den Tag. Freier Zucker und Honig sowie Süßigkeiten, Weißmehlprodukte und Softdrinks lieber meiden, da sie den Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen lassen. Nun kommen wir zu den Eiweißquellen und wie häufig fettarme Milch und Milchprodukte, Fisch, mageres Fleisch oder magere Wurst sowie Eier Teil Ihres Speiseplans sein sollen. Was sagen Sie dazu, Herr Meier? Das kann ich mir leicht merken, weil ich fast alle Gruppen 3-mal essen soll. Beim Fett ist vor allem die Fettqualität entscheidend, denn tierische Fette, wie zum Beispiel Butter, begünstigen Gefäßveränderungen. Pflanzliche Fette wirken sich hingegen positiv auf die Insulinempfindlichkeit und das Gefäßsystem aus. Aus diesem Grund täglich 1 bis 2 Esslöffel pflanzliche Öle, Nüsse oder Samen in den Speiseplan einbauen. Streich-, Back- und Bratfette sparsam verwenden.
Die Spitze der Ernährungspyramide bilden Fett, Zucker und salzreiche Lebensmittel sowie energiereiche Getränke. Maximal eine Portion pro Tag essen. Hierzu zählen beispielsweise Fertiggerichte, Fastfood-Produkte, Snacks, Knabbereien und Limonaden. Das wird für mich am schwierigsten einzuhalten, denn ich nasche gerne. Aber wenn ich damit meine Erkrankung positiv beeinflussen kann, werde ich mir Mühe geben. Das ist eine sehr gute Einstellung. Nur weiter so. Damit Sie zu Hause nachlesen können, wenn Sie wollen, erhalten Sie eine Abbildung der Ernährungspyramide von mir. Die können Sie sich zum Beispiel auf Ihren Kühlschrank hängen und dient Ihnen als Erinnerungshilfe an die Inhalte unseres Gesprächs. Wie geht es Ihnen, nachdem ich Ihnen näher gebracht habe, worauf Sie bewusst in Ihrer Ernährung achten sollen? Das war viel Information, die ich von Ihnen erhalten habe. Aber ich habe verstanden, worum es geht, und durch die Ernährungspyramide kann ich mir das Wichtigste gut merken. Ich danke Ihnen für diese Beratung.